Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe der News. Als erstes haben wir die erste und einzige News zu Games in dieser Ausgabe. Gegen Universal anscheinend, weil das anscheinend nicht so der große Hit war in Sachen Einspielergebnisse. Dementsprechend muss man warten, ob Universal da irgendwann dann doch zusagt und den mitfinanziert oder allgemein finanziert. Ich denke nicht, dass der Regisseur den finanziert, aber die müssen halt einfach das Go geben. Mehr will ich gar nicht sagen, Leute. Ich würde mich freuen, Wanted 2 hätte ich schon Bock drauf. Den ersten Teil fand ich ganz cool, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ja, auch da bleibt abzuwarten, was daraus wird. Jetzt haben wir eine News zu einem der größten Filme 2016, und zwar Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Ich habe es ja schon mal gesagt in einer News, dass der erste Trailer zum Film von Mad Max kommen sollte anscheinend. Und irgendwie kommt jetzt die News auf, mehrere Gerüchte auf, dass jetzt schon der Trailer gezeigt wird bald. Und zwar zum einen morgen vielleicht schon von Zack Snyder, dem Regisseur, auf Twitter die ersten 5 Sekunden. 5 Sekunden hin und her, aber ist halt einfach eine Ansage. Denn ja, jetzt sind ja auch die Star Wars Convention ist ja jetzt, das gehört zu Disney, und Star Wars, der Trailer soll im Zusammenhang mit Avengers gezeigt werden. Avengers kommt bald, die Promo läuft auf Hochtouren bei dem Film. Und die wollen jetzt einfach ein Zeichen setzen und sagen, alles klar, pass mal auf, wir sind ja auch noch da. Vielleicht kennst du den, das ist Superman, vielleicht kennst du den, das ist Batman. Wir kommen nächstes Jahr. Willst du vielleicht dich jetzt schon mal hypen lassen? Hast du da Bock drauf? Und anscheinend soll der Trailer dann auch zeitnah gezeigt werden, irgendwie. Und zwar, was steht hier? Danach kann man sich wieder anscheinend ins Kino-Screening, was auch immer das ist, ich weiß nicht genau, was Kino-Screening ist, soll der volle Trailer schon am 20. April gezeigt werden für Leute, die sich da anmelden. Was krass wäre, ja? Was einfach eine Ansage wäre, zu sagen, alles klar, pass mal auf, wir machen das jetzt schon, damit die Leute, die in Avengers reingehen, auch wissen, Batman vs. Superman kommt. Denn das könnte sich vielleicht aus dem Interesse überlappen, weil ja, beides Comic-Verfilmungen sind, beides wahrscheinlich richtig gute Filme werden. Und ja, bleibt abzuwarten. Haben ja letztens erst wieder Man of Steel reingezogen. Ich finde Zack Snyder gut. Gerade optisch hat er einiges drauf. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, wie das aussieht und was daraus wird halt. Dann haben wir noch eine News über Hulk. Auch eine Comicfigur. Ihr merkt schon, mir geht's wirklich nur um Comicverfilmung. Das ist einfach das dominante Thema in Sachen Film, Blockbuster. Und zwar wurde jetzt erklärt, warum es wahrscheinlich oder warum es die letzten Jahre und in naher Zukunft nicht so schnell einen neuen Hulk-Solo-Film geben könnte. Denn auch hier wieder hat Universal die Finger im Spiel, und zwar haben die Rechte anscheinend für Hulk Solo Verfilmung, wie auch immer. Also ein bisschen vergleichbar natürlich mit der Situation von Spider-Man. Allerdings denke ich mal, wenn sie da hätten den in die Avengers reinbringen können, hätten sie es auch gemacht, weil Spider-Man ist halt einer der beliebtesten Charaktere in Amerika. Hier sieht es anscheinend bei Hulk anders aus. Die können den irgendwie reinbringen. Ja, ihr habt es ja gesehen, Avengers und so weiter. Avengers 2 ist auch mit dabei. Sie können ihn theoretisch anscheinend auch in, keine Ahnung, Captain America 3 reinpacken oder sowas. Warum ausgerechnet die jetzt von denen keinen Solo-Film machen konnten, weiß ich nicht. Aber irgendwie hängt das, wie gesagt, mit Universal zusammen. Und da geht es natürlich dann um Kohle. Ja. Die müssen sich einigen mit Disney. Dann können wir vielleicht doch mal einen Hulk-Solo-Film bekommen. Denn das fehlt. Das fehlt einfach irgendwie. Denn Avengers 3 haben einen Film bekommen, einen Solo-Film, 3 nicht. Und von den 3, die keinen Solo-Film bekommen haben, von der Riege, ist Hulk auf jeden Fall die beliebteste Figur. Ja. Komisch. Komisch, warum das nicht passiert. Oh. Gut, bleibt abzuwarten. Auch da kann man nur sagen, bleibt abzuwarten. Was soll man dazu sagen? Gut, dann haben wir auch eine weitere News zu Avengers 2, und zwar laut einer Studie ist das der Film, der meisterwartete Film 2014, 15 im Sommer.
Ja, da kommen noch andere Filme raus wie Jurassic World oder Mission Impossible Rogue Nations oder Terminator Genesis oder Mad Max Fury Road. Das sind alles Blockbuster, das sind alles Filme, die ich auf jeden Fall sehen will. Aber auch bei mir wäre dann Avengers 2 Nummer 1. Wie sieht's bei euch aus? Hättet ihr auch auf Avengers Age of Ultron am meisten Bock oder vielleicht doch in andere? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann haben wir noch eine News zum Angry Birds Film. Vielleicht habt ihr da alles mitbekommen, dass ein Angry Birds Film kommen soll, und zwar 2016 angeblich oder voraussichtlich Mai 2016. Das Ganze wird der teuerste finnische Film aller Zeiten. Ja, und zwar soll das Ganze 175 Millionen Euro kosten. Davon sind 75 Millionen. Waren es 75 oder 70? Ja, genau. 75 Millionen sollen davon in die Produktion des Films gehen. Ja, und 100 Millionen in das Marketing. Und ich fand es einfach lustig. Erstmal Angry Birds kennt jeder. Animationsfilm bietet sich da einfach an. Aber 175 Millionen ist eine Ansage, dann zieht euch mal rein. Der bisher teuerste finnische Film aller Zeiten ist mit 8,5 Millionen sehr, sehr weit entfernt von dem Angry Birds Film. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Erfolg wird. Jeder kennt Angry Birds, in welcher Version auch immer. Und ja, Mai 2016 soll er, wie gesagt, voraussichtlich kommen. Dann haben wir noch eine letzte News, und zwar zu Game of Thrones. Ich denke, hat das jeder mitbekommen? Ich denke schon. Die fünfte Staffel ist gestartet. Wahrscheinlich haben auch die meisten von euch mitbekommen, dass die ersten vier Episoden in der Nacht schon vor dem offiziellen Start geleakt worden sind im Internet. Jetzt habe ich gegen meine Wasserflasche geboxt. Und ja, jetzt wurde aber auch bekannt gegeben, dass Game of Thrones die fünfte Staffel einen neuen Zuschauerrekord für die Reihe aufgestellt hat. Und zwar haben die erste Folge am Sonntag nur in den USA 8 Millionen Zuschauer gesehen. Und das sind einfach mal 800.000 mehr als zur vierten Staffel. Und die erste Staffel begann damals mit Zuschauerzahlen von, Moment, wo steht es? Ich glaube, das waren genau 2,2 Millionen. Ja? Und da wurde schon gesagt, das ist richtig, richtig stark. Und ja, Game of Thrones, fünfte Staffel, 8 Millionen Zuschauer nur in den USA, ist krass. Ist einfach krass. Und allgemein ist für mich Game of Thrones aktuell noch immer die beste Serie, die aktuell noch läuft. Deswegen, fünfte Staffel ist ein Muss. Gut, das war's aber wirklich jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, beziehungsweise Zusehen. Mal gucken, was ich diesmal reinschneide. Und auch zu hören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und lasst gerne Feedback da. Unterstützt das Projekt, wenn es euch gefällt. Beziehungsweise die Ausgaben jedes Mal. Und ja, Leute, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.